Hi Leute, hier ist der Yogi285 und ich habe mich heute mal wieder geopfert für einige 1-Euro-Produkte aus Fernost. Könnt ihr schon sehen, da ist kein einziges deutsches Wort drauf zu finden. Und zwar geht es ja heute mal um Thermometer, könnt ihr sehen, aber auch hier um Hygrometer. Und ihr könnt auch, glaube ich, schon sehen, dass die nicht ganz synchronisiert sind, nicht ganz abgeglichen. Das ist leider ein bisschen sehr schade. Wobei man sagen muss, dass er bei den Hygrometern hier auch jetzt an der Schutzfolie hier liegen kann, in der der noch drin ist. Packen wir das doch gerade mal aus und schauen mal, ob sich das jetzt hier gleich angleicht an den anderen. Man hat hier also eine Luftfeuchtigkeitsangabe, 47%. In dem Fall jetzt und oben rechts die Temperatur. Das sind hier so kleine Klickthermometer. Die sind offiziell, sind die für Kühlschrankeinbau etc. gedacht. Die haben hier auch so kleine Schienen, könnt ihr hier sehen. Das kann man hier eindrücken. Also wenn man eine passende Einbauvorrichtung irgendwo hat, dann kann man die hier sicherlich reinschieben. Die werden betrieben, also die beiden rechten hier, die vier rechten, die werden alle betrieben mit jeweils zwei LR44 Batterien, könnt ihr hier sehen. Die sind auch schon inklusive und das bei Kosten auch inklusive Versand von knapp über 1 Euro. Also ich weiß wirklich nicht, wie das geht, wer da noch dran verdient, was da für ein Konzept hintersteht. Denn wie gesagt, es kommt aus Fernost für etwas über 1 Euro inklusive Versand und Batterien. Und dafür muss man sagen, funktionieren die Dinger eigentlich ganz gut. Man sieht jetzt die Luftfeuchtigkeit, die gleicht sich hier einigermaßen an. Ganz genau, jetzt wo ich es ausgepackt habe und auch die Temperatur, die sollte sich gleich noch vielleicht ein bisschen angleichen. Das liegt jetzt hier der Unterschied wahrscheinlich daran, dass ich das gerade hier in der Hand halte oder in der Hand gehalten habe die letzten Minuten und es daher ein bisschen wärmer geworden ist. Hier haben wir noch in der gleichen Bauart reine Thermometer und auch zusätzlich mit einem ungefähr 1,50 Meter langen externen Fühler. Den können wir also zum Beispiel aus dem Fenster rauslegen oder auch in den Kühlschrank reinlegen und das Ding außerhalb anbringen hier oder sonst wo in unser PC-Gehäuse. Die Bauart ist die gleiche, auch wieder hier mit diesen Einschüben, mit diesen Einrastvorrichtungen. Hier kommt dann das Kabel raus bei dieser reinen Thermometer-Version jetzt hier und hier wieder das Fach für die zwei LR44 Batterien. Da kommen sie auch schon rausgeflogen. Auch dieses hier kostet nur knapp etwas über 1 Euro. Und da können wir jetzt sehen, 23,5 Grad. Jetzt hat er sich so langsam angeglichen. Und auch hier, nein, hier nicht, die Temperatur, die passt hier noch nicht ganz. Warten wir noch mal ein paar Sekunden und schauen uns in der Zeit diese schönen Kollegen hier an. Die kosten auch etwas über 1 Euro inklusive Versand pro Stück. Kein einziges deutsches Wort drauf. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal da rein. Das Ganze sehr, sehr zerdutscht und zerdrückt. Hier könnt ihr sehen, das kam in so einem dünnen Briefumschlag und war entsprechend ramponiert schon. So sieht das aus. Das ist ein kleiner Standfuß hier. Das Thermometer bzw. das Hygrometer, das ist beides hier. Könnt ihr sehen, analog, ohne Batterie auch. Das können wir dann hier auf diesen Standfuß gleich aufstellen. So sieht das auf jeden Fall aus. Wir sehen da unten Model TH108. Und ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber die Oberfläche von dem Glas bzw. von der Kunststoffabdeckung hier, die ist schon um einiges verkratzt hier vorne. Das ist nicht so schön. Das sieht aus, als wenn das mal so irgendwo über den Boden gezogen wurde. Hier hinten haben wir eine Aufhängung. Können wir das in einen Nagel oder in eine Schraube an die Wand reinhängen. Und hier unten können wir dann auch den Standfuß anbringen. Den klemmen wir mit diesen beiden Nasen hier, klemmen wir den in diese Schlitze hier hinten rein, wenn das jetzt die richtige Position ist. So ist es gerade. Klemmen wir das da hinten mal rein. Ganz genau so. Und die beiden vorderen Nasen, die gehen dann hier unten, sieht so ein bisschen aus wie so Lüftungsschlitze da. Da halten die sich drin fest und dann steht das Ganze ganz genau so. Etwas über 20 Grad jetzt, das kommt hin. Aber das sieht ja eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt hier 46 zu 47% und 0,4 Grad Unterschied. Hier haben wir 0,3 Grad Unterschied bei denen. Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe davon schon einige in Betrieb, dass die in der Regel abgeglichen sind. Wo man dann kleine Unterschiede hat, ist, wenn man das mit Thermometern von anderen Herstellern vergleicht. Zum Beispiel habe ich noch so ein kleines digitales von TFA, von Shibo ist das, glaube ich. Da sind dann 0,5 Grad mehr oder weniger drauf, weiß ich jetzt nicht. Genauso fällt sich das mit der Luftfeuchtigkeit. Also man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das hier kein 1000 Euro teures Profi-Messinstrument ist, sondern ein ganz einfaches Spielzeug im Grunde genommen mit ganz einfacher Sensorentechnik. Und entsprechende Qualitätsschwankungen gibt es da wahrscheinlich auch. Aber ihr könnt sehen, er gleicht sich hier an 47%. Und schauen wir uns nochmal die analogen Kandidaten hier an. Die gehen jetzt hier so langsam hoch auf 22 Grad, kann man sehen, zumindest den rechten. Der linke steht noch eher bei 21. Und reale Temperatur heute, zumindest laut Wetterdienst und laut meinen anderen Thermometern, sind 21 Grad. Also wir sehen hier, es ist auf jeden Fall ein bisschen Variation drin. Wie viel Grad es jetzt wirklich sind, gerade auf die Nachkommastelle, das kann ich euch nicht wirklich sagen hiermit. Aber ich denke mal, trotzdem sind diese Dinge gut, wenn man grob die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit im Blick halten möchte. Zum Beispiel in seinem Kühlschrank oder gerade auch die Luftfeuchtigkeit, um Schimmel vorzubeugen in seinen Räumlichkeiten. Hier unten scheint die Luftfeuchtigkeit nicht ganz zu stimmen. Zumindest passt sie nicht zu den digitalen Hygrometern im Hintergrund. Könnt ihr sehen, die steht hier nur bei knapp über 30%, auf den digitalen Hygrometern im Hintergrund bei knapp 50% fast. Also da kann man auf jeden Fall sagen, da stimmt einiges nicht. Ich werde die jetzt nochmal ein bisschen stehen lassen und warten, ob die sich gegebenenfalls angleichen. Aber ehrlich gesagt glaube ich das eher nicht. Was mir gerade noch aufgefallen ist bei den analogen Thermometer hier, wir haben hier hinten eine kleine Stellschraube jeweils für die Thermometer und für die Hygrometer-Einheit hier unten. Damit können wir
das ein bisschen anpassen. Wenn man ein geeichtes Thermometer hat, was diese auch nicht sein dürften, dann kann man das hier ein bisschen dran anpassen. Ihr habt das hier gesehen. Hier gehe ich einfach mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher vorsichtig in diese Stellschraube rein und dann kann ich hier oben die Temperatur einstellen. Das sind jetzt 19,3 Grad. Laut den anderen Thermometern da hinten, so stellen wir das mal hier auf knapp unter 20. Na, also ihr seht schon, es ist ein bisschen fummelig. So lasse ich es jetzt ganz einfach mal stehen, ist jetzt mehr 18 als 19. Aber ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Das gleiche kann man hier unten mit der Luftfeuchtigkeit machen, mit dem Hygrometer. Die liegt bei 55%. Das heißt, wir drehen die mal hier einen Tick zurück. So, und dann stimmt das jetzt hier einigermaßen. Ich habe das auch über einige Stunden schon getestet. Das bleibt dann wirklich angeglichen an diese Messgeräte hier, an diese beiden digitalen. Und ich denke mal, damit sind die Ergebnisse, die Messergebnisse dann zumindest einigermaßen gleich, auch wenn sie vielleicht nicht exakt und geeicht sind. Wie gesagt, für den professionellen Messbereich, für professionelle Messungen eher wahrscheinlich nicht geeignet. Aber für den Hobby- und Haushaltsbereich, warum eigentlich nicht, ist schön günstig und man weiß zumindest ungefähr, wie feucht und wie warm es ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war meine kleine Thermometer- und Hygrometer-Sammlung aus China. Findet ihr überall auf den bekannten Online-Marktplätzen und Auktionsplattformen mit den bunten Buchstaben. Und ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Danke euch fürs Anschauen. Schaut mal auf meinen Kanal, wenn ihr mehr China-Produkte und natürlich auch hochwertigere Dinge sehen wollt. Ich teste nicht nur 1-Euro-Waren, sondern alles Mögliche. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bin jetzt raus. Tschüss vom Yogi28 und macht's gut.